Moin, Jungs. Moin. Jeden Freitag trifft sich Alexander Bernhard mit anderen IT-Interessierten in Altona, um eine weltweite Bewegung auch hier in Hamburg voranzutreiben. Freifunk, das heißt kostenloses WLAN von Bürgern für Bürger. Das Ziel, ein dezentrales Netz in ganz Hamburg. Freifunk an sich verfolgt das Ziel, ein eigenes Netz zu bauen, was man nicht mehr kontrollieren, nicht mehr zensieren, nicht mehr abschalten kann. Genau wie das Internet mal gedacht war. Also eigentlich machen wir die Idee des Internets weiter. Heute sind das Internet wenige große Firmen geworden, die entsprechend abschalten und zensieren können. Das wollen wir nicht. Und wir haben letztlich nach dieser Post-Snowden-Ära einfach auch gesehen, dass alles, was wir vorher für Verschwörungstheorien gehalten haben und wo mich immer mein halber Freundeskreis für einen harmlosen Spinner gehalten hat, dass das leider dann doch alles Wahrheit geworden ist. Nicht nur der Datenschutz ist der Freifunk-Community wichtig. Jeder soll einen Zugang zum Internet haben. Am besten umsonst. Aktuell ist das besonders wichtig für Flüchtlinge. Und hier habe ich durchgehend, wenn ich von zu Hause komme, ab der Kieler Straße, Freifunk. Und man sieht ja auch hier, dass so zwei Knoten eingezeichnet sind. Um sein eigenes WLAN zu teilen, braucht man einen Router für ca. 20 Euro, einen Internetanschluss und eine spezielle Software von Freifunk. Auch das Café Becking bietet seit einem halben Jahr Freifunk an. Der langjährige Mitarbeiter Lars Herden hatte zunächst technische Bedenken. Es ist völlig okay, nette Leute und stellen oder können einem natürlich auch Fragen beantworten, wenn man noch Fragen hat. Hatte ich dann nämlich auch und ging dann eigentlich relativ beruhigt nach Hause und sagte, okay, jetzt kann ich das auch selber einrichten. Das war auch nicht wirklich kompliziert. Man musste einmal halt so einen Einrichtungsprozess durchlaufen und dann lief das Ding. Vor illegalem Missbrauch des Anschlusses muss Lars keine Angst haben. Freifunk hat sich ein System überlegt, um die sogenannte Störerhaftung zu umgehen. Die Störerhaftung ist ein deutsches Konstrukt, was nur unter bestimmten Bedingungen gilt. Also das gilt, wenn du zu Hause dann Internetanschluss freigibst, dann haftest du. Und was wir machen, ist ja, dass die Hamburger Rechenzentren, die uns unterstützen, dass wir da den Traffic terminieren. Das heißt, der Provider entlässt den Traffic ins Internet. Der einzelne User taucht also im Internet gar nicht auf, sondern nur Freifunk insgesamt. Via den Provider, der Provider ist von der Störerhaftung befreit. Ihr Fachwissen bringen die Freifunker ehrenamtlich ein. Die Motivation, Interesse an Technik und ihre Ideologie. Ja, so ein bisschen der Do-it-yourself-Spirit, ein eigenes Netz aufzubauen und auch so ein bisschen das zu machen, was jetzt so die Städte ja nicht so ganz geschafft haben. Also WLAN, Internetzugang überall. Die Teilhabe halt eben am Medium Internet für Menschen, die das eben sich unter Umständen nicht leisten können. Aus politischer Sicht finde ich das ganz spannend. Wir müssen irgendwie ganz viel für die Gesellschaft tun, indem wir unsere eigenen Netze bauen, wenn es in der Politik irgendwie so Themen wie Vorratsdatenspeicherung, Netzneutralität und so nicht die Priorität haben, die sie haben müssten. Und da machen wir halt dann selber. Finanziert wird Freifunk durch Spenden und Förderer. So ist es ihnen möglich, auch öffentliche Plätze mit WLAN auszustatten. In vielen Stadtteilen in Hamburg kann man schon kostenfrei surfen. Unterstützung aus der Politik dagegen bekommen die Freifunker nur selten. Wir haben leider keine Lobby, die auf Bundesebene versucht, was zu tun. Das wäre vielleicht auch eine schöne Sache, macht halt keiner. Also wer sich berufen fühlt, kommt vorbei und tu es halt. Ne? Und es ist so ein bisschen auf Parteilinie. Also tatsächlich ist irgendwie so, die Grünen finden das super, die CDU findet das eher weniger, weil die möchte ja Wirtschaftsförderung betreiben. So ein bisschen klischeemäßig ist es. Aber tendenziell ist Regionalpolitik eigentlich immer so, dass die Leute, wenn sie die Sache verstehen und sich dafür interessieren, wieder sehr gut, sehr, sehr gutes Feedback bekommen. Wir haben auch jetzt einen Termin im Altonaer Rathaus hier in Hamburg. Auch da gibt es Gespräche, ich will da nicht vorgreifen, aber ich denke, das sieht ganz gut aus. Wer aktiv bei Freifunk teilnehmen möchte, kann dies am Montag in den Räumen des Chaos Computer Clubs in Altona machen oder sich vorab in der Mailingliste über die verschiedenen Projekte informieren. Willkommen ist jeder, ob mit oder ohne speziellen Computerkenntnissen.